Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu Mass Effect Legendary Edition Episode 2 mit unserem Ralf und wir sind hier gerade auf dem Junker und machen mit unserem guten Grunt sein Initiationsritus. Vermutlich müssen wir ihn erneut aktivieren, um zum nächsten Teil des Ritus zu kommen. Ja. Aber diesmal holen wir den großen Brummer raus. Da kommt nämlich ein behinderter Röschlund. Und für den brauchen wir dann ein bisschen was. Hab ich doch schon was gesehen? Da ist mir doch mal schon gezeigt. Der Null. Was? Wie hat er mich hier getroffen? Jetzt ist rum, Kollege. Oh, das war auch der 2000. Gegner, den wir gekillt haben. Ja, nice. Gesellschaft. Gut, ich will mehr. Sie sind am Leben und sie haben den Dreschlund besiegt. Das hat seit Generationen niemand mehr geschafft. Der letzte war Erdnot Rex. Mein Krant hat mir eine Stärke jenseits meiner Gene verliehen. Und die sind schon verdammt gut. Es stimmt, dass ihr Alien-Schwächen in meinem Krant gefunden hat. Ich frage mich, sie behaupten, sie seien rein? O'Kear hat sie konstruiert und kein Alien war daran beteiligt? Die besten Eigenschaften der Kroganer sind in Grunt vereinigt. Er wurde erschaffen, um perfekt zu sein. Das Problem ist, dass er erschaffen wurde, aber nicht von Aliens. Und er ist wirklich sehr stark. Es wäre vermutlich ein tolerierbarer Mangel. Ein was? Ein Grund, sie zu akzeptieren. Sie sind ein Fehler, aber ihr Potenzial könnte das derzeitige Gleichgewicht der Clans kippen. Sie spucken auf den Namen meines Vaters und auf Shepard. Und nur weil ich stark bin, hören sie plötzlich auf zu schimpfen? Mit Einschränkungen. Sie könnten natürlich keinen Nachwuchs zeugen oder auf einem Alienschiff dienen. Aber zumindest dem Namen nach wären sie Teil des Clans. Das hört sich nicht so geil an. Sie reden, als wäre er ein Gegenstand. Sie wollen nur seine Stärke. Es geht ihnen nicht darum, dass er Teil ihres Clans wird. Natürlich nicht. Ich wollte auch nicht mit dem Erdnot-Clan kooperieren, war aber dazu gezwungen. Der Gertetor-Clan steht am Scheideweg. Er wird entweder mächtig oder endet im Staub. Wenn ich sie bekämpfe, unterstützen mich die Traditionalisten. Und wenn ich sie unterstütze, bejubeln mich die Reformer. Ihr Initiationsritus hat auch dabei das Gleichgewicht verschoben. Es ist Ihre Entscheidung, Grunt. Und sie scheint Ihnen leicht zu fallen. Das ist das Problem. Ich bin ein reiner Kroganer. Uwenk, Sie sind der Heuchler.
Ihr Kopf ist lebendig ebenso viel wert wie tot. Dann holen Sie ihn sich doch. Was habe ich jetzt mit Abtrünnigkeitsversuch bekommen? Halt. Da. Renne! Alter, verspuck dich! Lass mich hier doch erstmal looten, bevor ihr killt, okay? Ja, sonst haben wir ja nichts mehr. Denkt es nur noch totes Fleisch. Wir sollten am Schlüsselstein das Signal geben, damit wir hier wegkommen. Er kann hier verrotten. Ja, machen wir doch. Ritus bestanden und damit Anrecht auf die Ehre, zu einem Clan zu gehören und einen Namen zu führen. Viele überleben, aber es ist Jahre her, seit ein Dreschlund gefallen ist. Ihre Namen sind dadurch unsterblich. Rand, Sie sind jetzt ein Örgnot. Sie dürfen Besitz erwerben, der Armee beitreten und sich für den Dienst unter einem Kriegsmeister bewerben. Shepard ist meine Kampfmeisterin. An sie kommt keiner heran. Verstehe. Glückwunsch, Ördnot Grunt. Nehmen Sie dieses Geschenk von Fortek an. Seine Waffen sind die besten, die wir haben. Wie wurden Sie genannt, bevor Sie zum Schaman wurden? Ich habe meinen Namen aufgegeben, als ich Schamane wurde. Ich bin ein Sprachrohr für den Zorn und den Blutrausch meines Volkes. Es wäre falsch, meine alte Identität zu bewahren. Mein Leben gehört dem Clan. Ich will etwas über Tuchankas Vergangenheit erfahren. Tuchanka ist ein Ort voller großartiger Geschenke. Es tötet die Schwachen, quält die Langsamen und vernichtet die Dummen. Überleben ist eine Ehre. Und darin sind die Krogana Meister. Wir bedecken diesen Planeten mit unserer Zivilisation, nur um sie ein Dutzendmal selbst niederzubrennen. Aber wir werden jedes Mal stärker. Wenn wir weise und mächtig genug sind, werden wir den Planeten auf ewig zähmen. Ich habe noch nie gehört, wie jemand behauptet hat, der Untergang der eigenen Zivilisation sei etwas Gutes. Ich hätte gedacht, von allen Aliens würden Sie das am ehesten verstehen, Shepard. Die Reiche und Clans der Krogana in der Vergangenheit waren glorreich gewachsen in großen Schlachten und Eroberungszügen, aber im Kern waren sie schwach. Wie hätten sie sonst fallen können? Wenn die Zivilisation der Krogana ihren Höhepunkt erreicht hat, ist sie nicht mehr aufzuhalten. Sind wir nicht mehr aufzuhalten? Man kann alles irgendwie immer aufhalten. Erzählen Sie mir von den Ritualen und Zeremonien der Krogana. Sie haben den Initiationsritus gesehen. Krogana durchleiden bei der Geburt den Lebensritus, sowie später den Ehrenritus, wenn sie zur Fortpflanzung anerkannt werden wollen. Der Vorreiterritus wird abgehalten, bevor ein Krogana zum ersten Mal einem neuen Feind entgegentritt.
Daneben gibt es noch zahlreiche Riten, die der Anführer des Clans im Dienste seiner Leute bestehen muss. Welche Riten mussten Sie durchlaufen, um Oberschamane zu werden? Schamane zu werden ist sehr anstrengend. Ich habe Riten durchlitten, bei denen ich meinen Tod herbeisehnte. Meine Seele ist voller Narben. Ich halte jeden Abend und jeden Morgen in der Dämmerung Rituale ab, um die Bindung zur kroganischen Natur nicht zu verlieren. Unser Geist lebt von Gewalt und Tod. Darauf muss ich stets eingestimmt sein. Schrecklicher Job. Allerdings. Ich gehe jetzt. Mögen Ihre Gegner stark genug sein, Sie wachsam zu halten. Was das wohl ist? Und Flintenschaden bekommen. Ed? Ich mag noch jung sein, aber ich verkünde die Wünsche. Ja, bla bla. Hast du gehört, dass die Tankzüchtung und der Mensch einen Dreschlund erledigt haben? Jeder hat das gehört. Das erfährt niemand mehr. Ja, wir sind halt gut. Was sagt denn der gute Rex jetzt noch? Sie müssen einfach immer Ärger machen. Seit meinem eigenen Ritus hat keiner mehr einen Schlund getötet. Als nächstes erzählen sie mir noch, dass er 5 Eier hat und dunkle Materie scheißt. So ungefähr stelle ich mir einen vor, der mich irgendwann mal ersetzt. Sie sind jetzt Erdnut Grunt. Willkommen. Schön, Sie zu sehen, Rex. Können Sie uns wirklich nicht begleiten? Ich würde ja gern, aber ich muss die kurzsichtigen Narren hier auf Kurs halten. Viel Erfolg bei der Jagd, Shepard. Ja. Dann reden wir mal mit dem Typ da. Ein falscher Schritt, Shepard. Ja, bla. Was wollen Sie, Mensch? Rex hat gesagt, ich soll höflich sein. Aber er hat nicht gesagt, dass Sie mich ansprechen würden. Sie sind also verantwortlich für Erdnuts Kundschafter? Wozu die Zeitverschwendung, auf Ungeziefer zu schießen? Munition ist das Einzige, was hier auf Tuchanka nicht knapp ist. Als Commander der Kundschafter muss ich ein Vorbild sein. Außerdem fallen die Drecksviecher über die Lebensmittelvorräte her, wenn sie zu viele werden. Und das geht gar nicht. Glaube ich. Ist hier viel los? Genügend. Varen überall und Schlangen in jedem Wasser, das man bedenkenlos trinken könnte. Rex hat Waffenstillstandsabkommen mit einigen Clans geschlossen. Aber ich muss trotzdem patrouillieren. Das macht es leichter, sich daran zu halten. Was macht ein Kundschafter-Commander denn so? Wir finden raus, wo die Feinde sind und dann lassen wir sie denken, dass wir zu viele wären, um sich mit uns anzulegen. Manchmal bedeutet das, dass wir ihre Grenzen überschreiten und den einen oder anderen Generator lahmlegen müssen. Ein andermal spielen wir Verstecken. Wir hinterlassen jede Menge Spuren und gaukeln größere Mannstärke vor. Das ist keine Aufklärung, sondern Sabotage. Aber wenn man ein paar von ihnen in die Luft gesprengt hat, kann man sie viel besser zählen. Jeder weiß, wo Erdnut ist, Mensch. Wo sollten wir uns denn verstecken? Dann überschreitet also jeder Clan auf Tuchanka die Grenzen der anderen Clans? Grenzen? Das hier ist Tuchanka. Hier werden Grenzen durch die Reichweite der Feuerwaffen festgelegt. Wir sind, was wir sind, Mensch. Würden wir nicht auf sie schießen, würden sie uns nicht ernst nehmen. Haben Ihre Lagerhäuser keine automatischen Verteidigungsanlagen? Wozu? Die Hälfte von dem, was wir essen, ist ohnehin Ungeziefer. Und wenn wir Verteidigungssysteme in die Finger bekämen, würden wir damit bestimmt kein Getreide schützen. Wir haben Waffenlager, um die wir uns kümmern müssen. Außerdem sind da ja auch noch unsere Frauen und Kinder. Ihre Feinde greifen Zivilisten an? Einfacher kann man einen Clan nicht ausschalten. Frauen und Kinder können zwar auch kämpfen, aber wenn ein anderer Clan es auf sie abgesehen hat, sind sie immer in der Unterzahl.
Wenn Frauen und Kinder sterben, hat dein Clan keine Hoffnung mehr auf eine Zukunft. Er zerfällt. Wir machen sowas nicht. Befehl von Rex. Auch wenn wir dadurch eine Schlacht verlieren. Auf Zivilisten wird nicht geschossen. Langfristig wäre es sinnvoller, sich um ihre Lebensmittelvorräte zu kümmern. Wenn der Jordan-Clan unsere Wachen tötet und unsere ach so toll bewachten Lebensmittelvorräte stiehlt, können wir langfristig sowieso vergessen. Das ist T'Chanka. Energie und sauberes Wasser bedeuten hier Luxus. Danke für die Information. Wenn Sie... Sehen Sie nur, wie Sie rennen. nee. Wollte das nicht. Ach, komm. Wollte mit dem reden und nicht hier nochmal ballern. Jetzt das Licht abbrechen. Das ist nervig. Komm nur her. Was wollen Sie, Mensch? Rex hat gesagt, ich soll... Ich suche einen Salarianer. Das Bloodpack hat ihn gefangen genommen und er wurde zuletzt hier in der Gegend gesehen. Ich habe von dem Salarianer gehört. Armer Kerl. Wenn's das Bloodpack war, dann hat ihn jetzt der Warlock-Clan. Ich habe einen meiner Kundschafter hingeschickt, um die Sache zu überprüfen, aber er kam nie zurück. Vermutlich haben sie ihn auch erwischt. Der Chief hat gesagt, ich soll ihn einen der Trucks geben. Folgen Sie einfach dem Highway bis zu Warlocks Basis, wenn Sie den Mumm haben, gegen ihn und das Bloodpack anzutreten. Kein Ding. Was können Sie mir über die Basis des Warlock-Clans sagen? Meiner letzten Information nach hat der Clan sich in einem alten Krankenhaus verkrochen. Ich habe es allerdings persönlich nicht gesehen. Ich kenne den Warlock-Clan nur aus der Entfernung. Etwas näher und ich hätte das Feuer eröffnet. Wenn Sie da rein wollen, sollten Sie schwere Waffen mitbringen. In Warlocks Basis gibt es jede Menge Bloodpack. Das klingt nicht nach einer guten Verteidigungsposition. Warum haben Sie sich dort verkrochen? Jedes Krankenhaus auf T'Chanka muss so stabil gebaut sein, dass es einer Gruppe wild gewordener Kroganer standhält. Kroganer-Krankenhaus. Wenn wir wegen einer Wunde auf die Sekundärorgane umschalten müssen, wird's heftig.
Höhere Denkprozesse werden dann nicht immer einwandfrei umgesetzt. Blutrausch nennt man das. Irgendeine Ahnung, was Sie mit dem Salarianer anstellen? Ich nehme an, Sie wollten ihn foltern. Nur um ihn zu töten, hätten Sie ihn nicht nach Hause mitnehmen müssen. Es macht doch Dreck. Vielleicht hat er das Bloodpack verärgert und Sie haben ihn für eine Spezialbehandlung hergebracht. Mir völlig schnurz, was Sie mit ihm machen. Ein Alien weniger auf T'Chanka. Sie scheinen nicht sehr viel für Aliens übrig zu haben. Jetzt machen Sie sich mal nicht ins Hemd. Wenn ich vorhätte, Sie umzulegen, wüssten Sie es schon. Rex glaubt, wir müssten das kroganische Volk einen. Ich halte das für unmöglich, solange Außenweltler sich einmischen. Aber mich fragt ja keiner. Was für einen Ruf hat der Wailock-Clan? Und was ist seine Verbindung zum Bloodpack? Harte Kerle. Und längst nicht so freundlich wie wir. Sind Sie dem Bloodpack je begegnet? Eine Söldnertruppe, gegründet vom Wailock-Clan. Eine der wenigen Gruppierungen, die es auch auf anderen Welten gibt. Das sind Fanatiker. Wailock galt hündisch ergeben. Was auch immer sie mit ihrem Salarianer angestellt haben, Galt steckt dahinter. Aber das Bloodpack hat auch Mitglieder, die keine Kroganer sind. Die Vorcha zum Beispiel. Die Vorcha. Die sind genau wie die Varen. Nur, dass sie Waffen benutzen und nicht so oft auf den Boden. Die Kroganer sind die einzigen wahren Mitglieder des Bloodpacks. Alle anderen sind nur Kugelfänger für den Feind. Was ist so besonders an Galt? Er hat 2 Kinder. Eins davon ist ein Mädchen. Manche glauben, auf ihn wartet ein großes Schicksal. Aber ich nicht. Ich hatte einen Cousin, der 20 Spiele Quasar hintereinander gewonnen hat. Das Schwein hat echt immer Glück. Ich würde meinen Cousin ja fragen, ob er mir was leiht. Aber ich will ihm keine Loyalität schwören müssen. Glück, mehr ist das nicht. Und das gilt auch für Gar. Dann fahren wir da mal hin. So, ordentliches Outfit. Ich muss noch wissen, die Inkasha besser ist als die Viper. Weiß ich nicht mehr auswendig. Dafür habe ich zu selten Sachen gespielt im Zweier. Hey, habe ich wenig Muni. Gute Arbeit! So. So, geröstete Käfer. Thank you.
immer schön aufs Gesicht. Mehr damit. Oh, Iridium. Halt alles schön rein. So, das Ding möchte ich schnell umgangen. Umfunktioniertes korganisches Krankenhaus. Stabil genug, um einigen Angriffen zu widerstehen. Schade. Es macht keinen Spaß, sich durch Krankenhäuser zu kämpfen. Wo macht's denn Spaß, sich durchzukämpfen? Gärten, Elektronikläden, Antiquitätengeschäfte, aber nur, wenn sie Klasse haben. Diese Leiche, ein Mensch. Kurze Untersuchung notwendig. Geschwüre, Tumore, Quetschungen an Handgelenken und Knöcheln, zahlreiche Injektionen an mehreren Stellen. Testobjekt. Opfer von Experimenten. Es lässt sich vermutlich nicht ermitteln, wer dieser arme Kerl war, oder? Keine Tätowierung, keine Identifizierung. Vielleicht Sklave oder Gefangener. Vielleicht Söldner oder Pirat. Nicht mehr von Bedeutung. Eindeutig Teil der Tests zur Heilung der Genophage. Menschen nützlich als Testobjekte. Genetisch vielfältig. Dadurch Erforschung von Behandlungsbedingungen möglich. Experimente an Menschen? Genau deshalb könnte man Cerberus fast für eine gute Idee halten. Habe selbst nie Menschen dazu benutzt. Widerlich, unethisch, unsauber. Wird von skrupellosen Forschern gemacht, nicht von Leuten, die nachdenken. Hat in wahrer Wissenschaft keinen Platz. Dass Korgana Menschen verwenden, ist keine Überraschung. Sie mussten doch sicher auch Tests am lebenden Objekt durchführen, als Sie die neue Genophage entwickelt haben. Nein, ist unnötig. Habe Tests beschränkt auf Simulationen, Arbeit mit Leichen und geklonten Gewebeproben. Komplizierte Tests an Varen durchgeführt. Keine Tests an Spezies, die fähig zur Integralrechnung sind. Einfache Regel. Habe sie nie gebrochen. Wäre etwas, das auf Tuchanka lebt, nicht sinnvoller? Varen vielleicht? Ja, Experimente mit Menschen nur für grundlegende Konzepttests sinnvoll. Später in der Entwicklungsphase wird vermutlich Fauna von Tuchanka selbst verwendet. Vernünftig, Varen erst einzusetzen, wenn es notwendig ist. Sehr kräftiger Biss. Heißt auf Deutsch, macht Aua. Was können Sie nach einem Blick auf die Leiche über Ihre Experimente sagen? Position der Tumore legt nahe, dass Nebenniere und Zirbeldrüse bewusst zur Mutation angeregt wurden. Hormonwerte wurden modifiziert. Angriff gegen von der Genophage befallene Drüsen. Clever. Glauben Sie, Sie werden die Genophage bald heilen können? Kann ich nicht sagen. Brauche mehr Daten. Strukturschaden minimal. Genophage verändert Hormonwerte. Reparatur mit hormoneller Gegenbehandlung durchaus möglich. Inwiefern sind Menschen genetisch vielfältiger? Variantenreicher. Gipfel und Täler, Mutationen, Anpassungen. Viel mehr als bei anderen Lebensformen. Dadurch sind Menschen geeignete Testobjekte. Mehr Reaktion bei weniger Stimulus. Ich weiß, dass wir alle sehr unterschiedlich aussehen.
Aber auch Asari haben zum Beispiel viele verschiedene Hauttöne. Nein, äußere Erscheinung ignorieren. Der genetische Code zählt. Biotikfähigkeiten, Intelligenzquotient. Asari oder Kogana ermöglichen ergebnissichere Rückschlüsse. Menschen für derlei Beurteilung zu vielfältig. Jede Spezies hat natürlich Grenzfälle. Genies, Schwachköpfe. Aber menschliche Wahrscheinlichkeitsverteilung insgesamt weitaus vielfältiger. Aha. Jetzt haben wir zwei Gründe, diesen Laden stillzulegen. Müssen zum Mählen. Den Toten hilft keiner mehr. Genau. Keine Ziele mehr. Und wie das Ganze sicher weitergeht, sehen wir in der nächsten Folge. Ich sage danke fürs Zuschauen und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr wisst, ihr liked und subscribe und deutet auf deine, wenn ihr es noch nicht für den Kanal habt, die Notation bell aktivieren, dass YouTube weiß, dass ihr mehr von uns sehen wollt. Solltet ihr euch YouTube nicht benachrichtigen, weiß, wann bei uns abgeht, gibt es noch den Twitter-Account von Dennis, den ihr in Follow drücken könnt und auf alle Feeds und Zeigen einstellen solltet. Damit solltet ihr safe sein, mitbekommen, wann wo was bei uns abgeht. Dann sehe ich bis zur nächsten Folge. Tschüss, hey.